Jo, liebe Leute, willkommen zum Podicast. Heute mit einer weiteren Ausgabe und zwar dem 9. Podicast schon. Und zwar heute haben wir das spannende Thema, die Shishibukai, also die 7 Samurai. Zurzeit kennen wir zwar nur 5, wir werden natürlich spekulieren, ob es 2 Posten noch geben könnte, wer diese sein könnten oder ob vielleicht jetzt noch aktuelle Piraten in der One Piece Welt noch beitreten, weil 7 Samurai sind das und die gehören so zusammen und deswegen werden noch auf jeden Fall 2 enthüllt werden oder jetzt noch in naher Zukunft dazukommen oder das ganze Konstrukt wird aufbröckeln. Wie auch immer reden wir heute über die aktuellen Samurai, aber auch über die ehemaligen und auch insbesondere, warum diese beigetreten sind in 7 Samurai, also was sie davon haben, insbesondere zum Beispiel in Mihawk oder Boa Hancock, was haben die davon und auch was hat die Weltregierung von diesen einzelnen starken Piraten, was für Nutzen. Darüber reden wir und natürlich noch über jeden einzelnen Theorien, was sie gerade aktuell machen, was deren Zukunft sein wird. All das, Leute. Ich freue mich ganz besonders auf den Podcast, weil wie gesagt, viele spannende Charaktere in der One Piece Welt dabei sind. Natürlich habe ich wieder meine bessere Hälfte dabei, den guten Myrolox, der sich gut vorbereitet hat. Also wirklich, er hat mir gerade selber gesagt, er hat hier sonst was vorbereitet für euch jetzt. Also der hat wirklich ehrlich einen Monolog keinesgleichen vor. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt, Leute. Lass uns einfach den Myrolox jetzt hier aus dem Gehege rauslassen. Aus dem Gehege rauslassen. Kein Druck, Leute. Ja, auch ein Hi auf jeden Fall von mir. 7 Samurai, extrem spannendes Thema und deswegen habe ich da auch schon mal vorher was rausgesucht, weil natürlich, ich bin ja inzwischen, suche ich ja immer die Referenzen, habe ich ja schon in den Charakter-Analysen immer gemacht, die Referenzen zu den Charakteren, aber zu den 7 Samurai gibt es natürlich auch eine Referenz und zwar einer von Odas Lieblingsfilmen ist der Film Die 7 Samurai, zumindest wenn man es halt ins Deutsche übersetzt direkt, heißt es halt Die 7 Samurai und das ist ein japanischer Historienfilm aus dem Jahr 1954, dieser Film ist quasi so der Ursprung davon und für euch, die den Film nicht kennen, also die meisten dürfen den nicht kennen, das ist so einer der bekanntesten und einflussreichsten Filme, die es so in Japan gibt und auch einer der am teuersten war in der Produktion, also es ist halt so ein riesiger Film in Japan, das ist so ein absoluter Kultfilm und der ist von Oda bestätigt, Oda hat das Ganze auch schon mal beantwortet, quasi der Ursprung oder die Grundidee für das System der 7 Samurai gewesen. Es gibt jetzt zwar nicht so super viele Parallelen zwischen einzelnen Charakteren oder so, aber es ist vom Grundaufbau, von der Grundstruktur, kommt hier halt die ganze Inspiration halt her. Und auch hier wieder sehr, sehr cool, dass halt einfach so ein Film, der von Oda einfach so ein Lieblingsfilm ist, dass er sich dann in seinen eigenen fiktiven Werk so denkt, okay, let's do it, so, da packe ich auf jeden Fall was mit rein und nimmt das einfach so mit. Ja, Mann. Und ja, klar, 7 Samurai hat hier nichts so mit den Filmen zu tun, weil hier sind 7 Samurai halt mehr so ein bisschen, ja, freibeutermäßig, so kann man sagen. Also wenn man jetzt aufs Piratenzeitalter bezieht, das heißt, es hat keine Parallele zum Film, aber halt die Namensgebung ist daher abgeknüpft. Und ja, das so zum Background, überhaupt zur Namensgebung von den 7 Samurai schon mal. Ja, finde ich auch nice. Also Oda macht das ja immer wieder, auch gerade mit dieser Momotaro-Geschichte, mit dem Pfirsichjungen, wo er auch das mit den, mit Fasan, Affe und Hund, mit den Admirälen rausgenommen hat. Was ja jetzt auch im Wano Kuni wieder interessant sein könnte, weil in dieser Geschichte um den Pfirsichjungen, um Momotaro, um ein bisschen abzuschweifen, Momotaro, dieser Pfirsichjunge aus dieser Geschichte, der sollte halt sein Dorf von einem Oni befreien, der auch in so einem Berg mit so Hörnern gewohnt hat, der sich am Ende zu einem Drachen verwandelt hat und dieser kleine Pfirsichjunge Momotaro sah genauso aus wie Momonosuke und hatte auch so ein Kimono mit Pfirsich drauf. Also Momonosuke hatte auch so ein Kimono mit Pfirsich drauf. Also es sind wirklich einzelne kleine Sagen, Geschichten und auch allgemein, er hat ja auch die ganzen, ich sag mal, die Charakterdesigns von vielen Charakteren aus. Also da gibt es ja diese ganz berühmten mit Millionen Klicks, diese Videos, wo da die ganzen, Jacko ist wirklich an mit Michael Jackson so angelehnt und diese ganzen Geschichten, so ähnelt Eminem und so, man kennt's, Leute. So, und das ist einfach das, oder immer wieder das benutzt. Ich find's nice, so. Das zeigt einfach, dass One Piece einfach so ein Zusammenkommen ist von ganz vielen popkulturellen Werken und das macht es letztendlich auch aus. So, auch wenn das jetzt nicht so hervorsticht, man muss schon so ein bisschen dahinter blicken immer, aber ich find's geil. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt einfach so eine Grundraffinesse, dass ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, es gibt ja viele Werke, die sich irgendwo bedienen, auch die berühmtesten Werke, so ist ja vielleicht gerade so ein aktuelles Beispiel, so Game of Thrones, die größte Serie, da hat ja auch der Regisseur von der 3. Folge zugegeben, dass er sich einfach an der Herr der Ringe Schlacht, so eine der berühmtesten Filmreihen, wenn es um Mittelalterschlachten geht, dass er sich da auch einfach straight bedient hat und das finde ich halt auch überhaupt nicht schlimm, weißt du, wenn man so irgendwo ein Vorbild für irgendwas hat, klar, hier ist es nur der Name, aber generell an sich ist das ja nichts verwerflich ist, aber ja, so viel dazu. Ja, dann
Wollen wir anfangen mit den ehemaligen Samuraien? Ich würde sagen, wir fangen an bei den ehemaligen, also die jetzt nicht mehr, also degradiert worden, beziehungsweise ihren Status verloren haben, warum auch immer. Deren Gründe werden wir gleich ein bisschen näher hinterfragen. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Doflamingo an. Der ist glaube ich, erst der als letztes seinen Titel verloren hat. Oder war, ja, er ist der Letzte, ne? Also Law hatte davor schon verloren, aber wie gesagt, erstmal war ja das mit dem Fake zurücktreten, war cool. Also das war ein krasser Move von ihm, weißt du, wo er erstmal so in den Zeitungen und so, wo stand, er ist zurückgetreten. War denn aber nicht so. War richtig klug und intelligent von ihm und sowas hätte ich eigentlich auch nicht erwartet, dass das überhaupt möglich ist, dass er die Macht besitzt, so auch die Zeitung und so, und so einen Move zu machen. Und hier ist auch interessant, weil wenn ein Pirat den Samurai beitritt, ist halt deren Kopfgeld eingefreezed bzw. nicht mehr relevant. Und deswegen kann man auch die Kopfgelder von den Samurai nicht so, ja, vergleichen mit irgendwie Charakteren, die man so kennt. Zum Beispiel Ruffy jetzt mit seinem Kopfgeld, okay, Ruffy ist ja immer außen vor genommen, sein Kopfgeld ist sowieso durch die Decke gegangen, aber normalerweise kommt man das Kopfgeld trotzdem immer so als kleinen Stärkeindiz sehen, auch wenn das nicht so sein soll, ich weiß, Leute, aber trotzdem kommt man das immer so sehen. Bei denen aber nicht, weil, wie gesagt, deren Kopfgeld eingefroren ist. Und bei Doflamingo mit 340 Millionen Berry Kopfgeld, mit so einer Power, so einer Überlegenheit und auch so einer Macht im Untergrund, im kriminellen Untergrund, ist das eigentlich viel zu gering. Und das zeigt einfach, weil er halt einer der sieben Samurai so lange war, ist das halt eingefroren. Ja, was gibt's zu ihm noch zu sagen? Ja, also erstmal, man könnte bei ihm auf jeden Fall locker sagen, allein der Wissensstand natürlich für die Weltastriokarten, weil er natürlich die Verbindung dazu hat durch seinen Vater und durch seine Kindheit und so, dass das natürlich ein Aspekt ist, der ihn gefährlich macht, weil er ein sehr großes Wissen mit sich bringt, was ja auch der Grund ist, warum er zu den sieben Samurai gekommen ist, dazu kommen wir aber auch gleich. Deswegen allein der Wissensaspekt, dann hat er seine Teufelsfrucht erwacht, er hat eine starke Crew hinter sich und all das könnte locker ein Kopfgeld von über einer Milliarde rechtfertigen, also an sich natürlich die 340 Millionen safe. Nicht gerechtfertigt. Obwohl man sagen muss, damals, wo die Samurai sich getroffen haben, um über die Strohhutbande zu sprechen, also wo Mihawk und Gecko Moria und so kamen, da ist Bartolomeo Bear zusammen mit Doflamingo angekommen und da hat man denen ihre Kopfgelder gesehen und das war damals schon richtig heavy. Da hat man sich so gedacht, oh shit. Und dabei sind die Kopfgelder ja eingefroren und die waren gar nicht so krass in dem Sinne, aber für den damaligen Stand einfach unnormal heftig gewesen und das hat das Ganze halt nochmal so ein bisschen aufgefrischt. Ja, aber wie gesagt, wie kam es überhaupt dazu? Das ist schon mal ein interessanter Aspekt. Wie kamen die einzelnen Leute zum Status der sieben Samurai? Bei Doflamingo war es halt auch sein Wissen, mehr oder weniger. Und zwar ist es ja so, dass in ganz, ganz vielen Ländern in One Piece halt der politische Aspekt ist, dass die Himmelsdrachenmenschen über alles herrschen. Das heißt, wenn die da hinkommen, dann können die alle Menschen wie Dreck behandeln. Die stehen über allen. Also die sind wirklich das Absolute, was es da gibt. Die können alles machen, für die gibt es keine Strafe. Und so ist es halt auch so, dass quasi Steuern abgeführt werden müssen, aber in einen sehr, sehr unzumutbaren Bereich. Also das sind keine Steuern, wo man sagt, okay, ich zahle sie und gut ist, sondern das sind wirklich dieses Himmelsgold, nennt man das, wo die Leute wirklich quasi ihren letzten Penny dafür hergeben, um die Weltastriokarten zu bezahlen, weil man halt einfach sonst komplett von der Weltregierung fertig gemacht wird, beziehungsweise weil die dann halt auch einfach das Ding zubomben, wie die dann halt mit dem Kriegsschiff, man sieht das ja, wenn da irgendwann, also wie zum Beispiel Sabo als Kind, der ist da mit einem kleinen Boot langgefahren, zack, Bazooka rausgenommen, abgeschossen so, da kennen die halt nichts und deswegen werden halt regelmäßig Lieferungen gemacht mit diesen Himmelsgold, um halt, ja, um quasi, ja, Steuern abzuführen, könnte man sagen. Und so eine Lieferung wurde von Doflamingo quasi abgefangen, also er hat sie gekapert, was eigentlich an sich schon absolutes Unding ist. Das ist so ungefähr wie Ruffy, der dann einfach mal so einen Typen wegpuncht. Und das hat er quasi gemacht, aber ohne, dass irgendjemand was dagegen tun konnte. Und das ist halt an sich extrem schwierig schon. Und dafür hat ihn halt die Weltregierung den Status der sieben Samurai angeboten. Für die natürlich ein krasser Aspekt, weil es eine krasse Leistung und eine dreiste Leistung ist und sie da halt gemerkt haben, wie gefährlich er ist. Für Doflamingo war es ja dann wichtig, weil er ja schlussendlich auch Dressrosa erobern wollte und der Status für ihn halt natürlich später ein wichtiges Tool war. Obwohl man auch hier sagen muss, dass er relativ zügig gesagt hat, dass dass der Sieben-Samurai-Status für ihn etwas ist, was er auch jederzeit aufgeben könnte, weil es einen langweiligen Aspekt hat. Das war irgendwie in Kapitel 595, da hat er das halt auch angemerkt, dass er halt so sagt, so ja, okay, Sieben-Samurai-Status hin oder her ist alles für mich nur so ein Spielzeug, aber für ihn war es einfach wichtig, damit er halt so, ja, die Fäden in der Hand halten kann, weil wir wissen,
Sorry für den langen Monolog, fällt mir mal gerade auf. Aber wir wissen halt, dass er halt durch diese ganzen Waffen, also wenn es ein Sieben-Samurai-Mitglied gibt, was die Regeln der Sieben-Samurai am weitesten ausgereizt hat, weil, das ist wichtig, hätte man vielleicht mal am Anfang noch kurz sagen können, die Sieben-Samurai dürfen Straftaten begehen, sofern es keine Länder betrifft, die von der Marine direkt geführt werden. Das heißt, sie dürfen jetzt keine Sklaverei betreiben in Ländern, die unter dem Schutz der Weltregierung stehen, aber sonst ist zum Beispiel Sklaverei sogar erlaubt. Und da Doflamingo durch Menschenhandel und durch Waffenhandel und so, der hat das halt so mit am heftigsten ausgenutzt und das, ja, um halt diese ganzen Fäden quasi spinnen zu können, war das für ihn auf jeden Fall so das beste Tool überhaupt. Aber das zeigt auch dieses ganze Konzept von der Weltregierung, dieses Korrupte wirklich, also die dürfen sogar kriminell weiterhin sein. Also es ist ja nicht nur so, dass die, es wäre schon heftig, wenn die Weltregierung sagt, okay, ihr habt so viel Scheiße gemacht, ihr habt so ein Kopfgeld, wir sagen, okay, wir lassen das, wir jagen euch nicht mehr als Marine und so, aber ihr müsst dafür jetzt uns dienen so ein bisschen, aber werdet nicht festgenommen, kommt nicht nach Impeldown und habt einfach jetzt ein gechilltes Leben. Aber nein, die dürfen sogar noch weiterhin kriminell sein, das ist das Krasse und das Korrupte und deswegen kann ich auch einen Fujitora verstehen, der dagegen langsam gegen die, ja, in die Barrikaden springt. Was interessant ist, was hier auch im Wiki steht, was mir, ich wusste das damals mal, ich hab's wieder voll vergessen, dass ja jedes Samurai auch ein Tiermotiv hat, also dass letztendlich, das ist auch so ein Ding von den Sieben Samurai. Jeder Samurai hat irgendwie ein Tier, beziehungsweise jeder steht für ein Tier. Also Doflamingo, wie gesagt, ein Flamingo, Jinbei, der Walhai, Gecko Moria, Fledermaus, was bei Trafalgar, also die Water Law, also Law war ja auch einer, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, eine Lagerrobbe. Wusstest du das? Also hattest du das auf dem Zettel? Eine Lagerrobbe, also dass er irgendwie an eine Robbe angeht? Oder also Robbe, das Ding ist, bei allen ist es ja nicht irgendwie obvious, so Jinbei Walhai von der Körperstruktur, Flamingo obvious wegen den Namen, Gecko Moria wegen der Teufelszucht. Crocodile auch. So, genau, Crocodile auch und Mihawk wegen Falkenauge und Bär wegen Bär. Also entweder ist es der Name oder die Kraft, aber bei Lore musste Oda in der FPS das Ganze halt bestätigen. Zu Band 76 ja, war das. Lagerrobbe. Ja, genau, wo er dann so schnell nochmal ein Tier mit reingeworfen hat. Ja, also es ist ein, das ist was, was er in der FPS bestätigt hat, aber ja, also an sich auf jeden Fall immer das Tierthema mitverhandeln. Auch das gerade aktuelle Edward Weevil, das Weevil auf Englisch Rüsselkäfer bedeutet, ist auch komisch, und dass er da als Rüsselkäfer als Tiermotiv hat und so. Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das wusstet mit den Tiermotiven. Mir war das auf jeden Fall neu. Bei Doflamingo, jetzt ist er ein Impel Down. Ich glaube, er wird noch was zeigen. Impel Down wird allgemein nochmal ein Thema werden, hundertprozentig, weil, wie gesagt, Bonchan ist da noch in Ebene 5.5. Und Ruffy hat sich das selber geschworen, Bon Clay da irgendwann zu befreien und so. Und deswegen, da wird 100% was sein. Auch gerade, dass es angeteasert hat, dass da irgendwelche Assassinen reinkommen von der Weltregierung, die ihn assassinieren wollen, die ihn da töten wollen. Und das Magellan, dass wir allgemein, wenn später die Weltregierung ihre ganze Macht oder so auch rekrutieren will, dann müssen sie auch die Wächter und alles von Impel Down mit nach oben zum Krieg bringen. Und dann ist da sowieso Tohuwabohu. Und dann wird das da eh alles aus dem Ruder laufen. Lass uns mal zum nächsten ehemaligen Samurai kommen. Und zwar Jinbei. Also Jinbei war ja auch einer. Ganz kurz vielleicht noch quasi der Punkt, der dazu geführt hat, dass er halt aus den Sieben Samurai-Status rausgeflogen ist, war ja, war ja nach Dressrosa. Ursprungsgrund dafür natürlich auch irgendwo Fujitora, der natürlich es nicht ganz so gemacht hat, wie es eigentlich üblich ist, aber halt durch die Niederlage auf Dressrosa wurde sein Titel ihn offiziell aberkannt und er wurde quasi dann halt mit Handschellen abgeführt und wie gesagt nach Impel Down gebracht, was halt einfach daran liegt, dass Dressrosa ja auch gezeigt hat, dass er sich komplett dagegen stellt, weil wie gesagt, der einzige Grund, warum man etwas macht, ist, man macht kriminelle Aktionen in einem Land, was von der Weltregierung beschützt wird, man folgt nicht dem Ruf der Weltregierung, also wenn man sagt, Leute, wir brauchen euch und die kommen nicht, wäre das auch ein Grund. Oder sie greift mal bewusst Mitglieder der Marine oder so an. Und das hat er ja quasi auch gemacht durch den Birdcage und durch viele Angriffe hat er ja einfach Marinesoldaten getötet. Und dadurch hat er halt nach der Niederlage seinen Status nach Dressrosa aberkannt bekommen. Das vielleicht noch ganz kurz da ja, als Info. Irgendwie auch, bei Jinbei ist es auch so ein Ding. Also bei Doflamingo kann ich es jetzt letztendlich verstehen, dass auch da letztendlich die Weltregierung mal sagt, okay, da müssen wir jetzt auch mal einen Schlussstrich ziehen. Auch, die tolerieren zwar vieles, aber irgendwann ist da auch deren Strich. Und das finde ich auch, ich finde eigentlich diese Schwelle von wann ist das zu viel für die Weltregierung, finde ich ein bisschen schwammig in One Piece. Also ultra. Ist ultra. Schwer zu sagen. So. Also da werden wir auch gleich noch bei Crocodile und Gecko Moria drauf zu sprechen kommen. Aber bei Jinbei ist auch das Ding. Wie gesagt, sein Kopfgeld damals, das viele nicht wissen, 250 Millionen Barry Kopfgeld.
Und ja, Jinbei, er war ja da, das erste Mal haben wir gesehen in Impel Down, da war er ja schon keiner mehr, ne? Also damals, nee, ich weiß noch, ganz früher genau, wurde er angeteased als Ultra-Bestie. Genau. Ja, aber warum ist er da gelandet nochmal in Impel Down, weißt du das? Ja, weil er den, genau, also das ist auch der Grund, warum er aus dem 7-Samurai-Status rausgeflogen ist. Er hatte ja dann sogar nochmal ein Kopfgeld von 438 Millionen danach. Und zwar in den 7-Samurai-Status gekommen, ist er halt, wie Jinbei üblich, durch sein, selbstloses Handeln, weil er sich halt immer für seine Kameraden aufopfert. Hat man ja auch ideal gesehen auf Marineford, der hat einfach für Ruffy so Akainos Faust abgewehrt. Hier ist es quasi so ein bisschen das Gleiche für seine Kameraden, um denen quasi den Rückzug zur Fischmenscheninsel zu ermöglichen, ist er den 7 Samurai beigetreten. Für die Weltregierung natürlich ein wichtiges Tool, um den Draht zwischen den Fischmenschen zu haben, weil wir wissen, dass allein ein rassistischer Aspekt schon herrscht, so zwischen Fischmenschen und Menschen. Und da ist es ein sehr, sehr wichtiger Draht gewesen, weil Jinbei sehr anerkannt bei den Fischmenschen ist. Für Jinbei war es halt, damit er seine Kameraden beschützen kann. So ist er in den Status gekommen. Aber alle 7 Samurai wurden ja darum gebeten, gegen Whitebeard anzutreten. Und Jinbei hat sich geweigert. Jinbei hat gesagt, er kämpft nicht gegen Whitebeard. Wir haben ja auch im Kampf gegen Ace gesehen, dass er Whitebeard sehr viel zu verdanken hat. Auf was das genau beruht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er Whitebeard viel zu verdanken hat. Er hat ja auch Whitebeard dann auf Marineford kurz beschützt. Und ja, weil er dann der Marine gesagt hat oder der Weltregierung, dass er nicht gegen Whitebeard antreten wird, wurde er nach Impel Down gebracht und ihm wurde der Status entzogen. Das ist echt auch. Also der Typ, also Jinbei ist so ein Ehrenmann, ne? Also wirklich. Der weiß genau, was abgeht, so weltregierungstechnisch und so, und tritt da auch nicht bei und so. Das ist alles nur wieder Mittel zum Zweck mäßig gemacht. Bis jetzt, wie gesagt, wir haben ihn nur als Ehrenmann kennengelernt und ich weiß nicht, also normalerweise kann ich damit nicht sympathisieren, wenn man irgendwie den 7 Samurai beitritt, auch wenn du, auch zum Beispiel in Mihawk, wo wir auch noch zu sprechen kommen nachher, ich kann bei manchen echt die Motive nicht verstehen, so bei Jinbei, das kann ich jetzt nachvollziehen, so weißt du, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, dass er es auch nur aufgrund seines Volkes gemacht hat, aber keine Ahnung, zum Glück ist er auf Ruffy getroffen, zum Glück ist er da rausgekommen, hat sich da nochmal geopfert und hat gut mitgehalten bei Marineford. Was jetzt gerade mit ihm ist, das können wir auch nochmal kurz ansprechen, ist halt ziemlich interessant so, weil er ist da bei der Flucht, er hat zur Flucht verholfen mit Wadazumi, konnte seine Leute nicht zurücklassen auf Whole Cake Island. So, Cut, wir wissen nicht, was passiert ist und dann haben wir die Whole Cake Island Crew samt Big Mom wieder auf Wano Kuni gesehen. Und da ist die Frage, was ist da passiert? Oda hat extra gesagt, er will Jinbei nicht zeigen. Wahrscheinlich charakterdesigntechnisch hat sich irgendwas verändert. Hat er irgendwelche Narben? Fehlt ihm irgendein Gliedmaßen oder so ein Scheiß? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die es nicht geschafft haben, bei Big Mom zu entkommen, obwohl sie ja im Wasser sind. Normalerweise, selbst die ganzen Teufelsnutzer, was wollen die machen? Es gibt eigentlich nur einen Ofen, der die da drin kochen kann im Wasser, aber ansonsten können die halt nicht viel machen da, die anderen. Also sie können einfach im Wasser abhauen, die Sonnenpiraten. Und deswegen verstehe ich jetzt eigentlich nicht, wie das Big Mom uns noch geschafft haben, Jinbei zu catchen. Und was ist der Grund, warum Jinbei jetzt immer noch nicht zurückkommt oder auf Wano Kuni dazu stößt? Das war ja sein Plan. Weil die Big Mom-Piraten und so haben es schon jetzt wieder geschafft. Ich glaube auch nicht, dass die direkt losgesegelt sind. Direkt da bei dem ganzen Krieg, sag ich mal, bei der Flucht, direkt hinterher gesegelt sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch nochmal kurz ihre Truppen gesammelt haben mit dem großen Schiff und dann hinter. Also, normalerweise hätte Jinbei da schon längst auf Wano Kuni sein müssen. Deswegen ist die große Frage, wann kommt er? Ich glaube, Jinbei, der wird wieder so einen normalen 0815 Jinbei-Moment haben. Der war wie in der Bücherei auf Whole Cake Island, wo er auf einmal kam. So, irgend so ein Rettermoment wieder, wo aus dem Nichts kommt. Vielleicht wurden ihnen das auch das Augenlicht genommen oder sonstiges. Also, irgendwas Fatales würde es sein. Er ist nun mal auch der Steuermann. Also, wurde er jetzt auch eingeführt bei Whole Cake Island. Er wird der Steuermann sein der Strohpiratenbande. Also, er kennt das Wasser wie kein Zweiter. Er weiß genau, wie das Wasser verläuft, wo er hinsteuern muss und kann das Schiff perfekt manövrieren. Und deswegen ist er auch der perfekte Mann. Aber wenn ihm jetzt ein Arm fehlt als Steuermann und auch jetzt gerade als Karate, Fischmenschen-Karate-Meister, ist das schon ein ziemliches Downgrade, glaube ich. Also, dass ihn ein oder ein Bein für einen festen Stand, also das braucht er ja alles im Karate. Deswegen, ich glaube, irgendwie sowas würde es sein, weil ansonsten. Und er macht ja, ich würde nicht sagen, Sanji ist schwächer. Ja, ein Auge, okay, ein Auge wäre nicht so schlimm, sag ich mal. Ja, da, genau, das kann man noch verkraften. Ich weiß nicht, also ich wünsche mir aber trotzdem, dass er mal jetzt wirklich spätestens in Akt 3 von Wano Kuni mal dazu stößt, dass wir mal sehen, okay, er lebt oder so. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen albern. Es gibt halt noch so Theorien, dass er jetzt noch kommt mit Dings, mit der großen Armee, mit 5600 Mann von Ruffy, dass er die noch auf dem Weg mitholt oder so, dass er gleich mit Verstärkung auf Wano Kuni antanzt, dass er nicht alleine kommt oder so. Wäre auch cool, dass er gleich, dass das auch begründet wird, warum er noch nicht da ist, so einfach mit, dass er noch eine Reise, einen Umweg gemacht hat, um halt Verbündete zu holen.
wäre cool so. Also wenn er jetzt mit Fischmenschen ankommt, das bringt da nicht viel auf der Insel, weil die meisten haben, wie gesagt, so eine Flosse, so wie dieser Aladdin, sein rechter Hand da. Der kann halt nicht an Land chillen, so, weißt du. Deswegen wäre halt cool, wenn er andere Leute mitbringt. Ja, zu Jinbei, so ein bisschen lange gelabert über ihn, aber das wollte ich kurz loswerden. Was auf hast du noch Fall. Zu sagen? Jinbei, wie du eben auch schon kurz angeschnitten hast, das Paradebeispiel dafür, dass das System eigentlich nicht ganz so geil ist, weil Jinbei, der hat ja schon, also der war ein sieben Samurai, der keine illegalen Geschäfte gemacht hat, eigentlich das Beste für die Marine, so einer, der irgendwo noch halbwegs korrekt ist, aber sie haben ihn ja direkt nach Impel Down gesperrt, um so seinen Willen zu brechen, weil er sich nicht gegen Ace und Whitebeard stellen wollte, aber hier ist es halt lustig, dass Jinbei wegen einer Aktion, klar, der Krieg war nicht unwichtig, aber trotzdem wegen einer Aktion direkt, so von den sieben Samurai-Status verwiesen wird, aber zum Beispiel eine Bo Hancock, die dann einfach auf Marineford vor den Augen von 100.000 Marinesoldaten so einen Smoker einen Tritt in die Fresse gibt, so um Ruffy zu beschützen, da beschwert sich keiner. So, weißt du? Ja. Das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, wo man sich fragt, okay, ist das System wirklich so sicher? Aber auch hier kann man vielleicht argumentieren, dass die Partnerschaft mit Bo Hancock vielleicht für die Marine zu dem Zeitpunkt dann auch einfach nochmal ein Schnuff wichtiger war als die zu Jinbei. Das könnte man vielleicht noch sagen, aber sonst, ja, gibt's ja, glaube ich, nicht. Denke ich auch. Also Jinbei ist eigentlich jetzt abgehandelt. Bei Moria, wir sind jetzt erst beim dritten, ne? Bei Moria ist halt das Ding, bei ihm ist nicht bekannt, warum er Samurai wurde, oder? Also bei ihm ist null bekannt, warum er auch sein Kopfgeld, man weiß nur, er war Pirat, seine ganze Crew wurde von Kaido vernichtet. Was noch interessant ist, er war bei der Hinrichtung von Roger, auch als, also es wurden wenig Charaktere, also ein paar ausgewählte Charaktere gezeigt bei der Hinrichtung von Roger und da war er auch einer dabei. Hat halt da gelacht, so hat sich gefreut, halt wie er immer lächelt, dieses hässliche Gekko Moria-Lächeln. Hatte noch kleinere Hörner, weil wie gesagt, er war noch jünger. Aber ansonsten ist nicht bekannt, warum er Samurai wurde, aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, einfach weil er nun mal mit seiner Frucht und mit dieser Thriller Bark und so einflussreich war, nun mal mit seiner Frucht auch nicht zu unterschätzen ist und auch natürlich dann im Kampf, wenn es denn mal gebraucht wird, auch Nutzen für die Vertretung darbietet und er will, glaube ich, seine Ruhe einfach haben, er hat sich ja zurückgesetzt, er wollte ja auch, glaube ich, mehr als nur das, er wollte ja, glaube ich, wenn nicht sogar Piratenkönig werden, weil er war in der neuen Welt und ist da auf Kaido getroffen und Moria hat komplett verloren und seine ganze Bande und deswegen, keine Ahnung, seine Träume wurden zerstört. Ja, und was gerade aktuell abgeht, da können wir auch noch drüber reden, aber was glaubst du, warum er Samurai wurde? Also hört sich doof an, aber ich glaube, der wollte sich einfach in jede Richtung absichern, nachdem seine ganze Crew geschlachtet wurde und der sicherste Weg war dann halt der Sieben-Samurai-Weg, weil er dann halt in Ruhe seine Schattenarmee aufbauen kann, ohne dass ihn irgendjemand dazwischen grätscht. Wie gesagt, man weiß es nicht ganz genau. Es ist auch generell tricky, weil er halt voll verschlossen irgendwie für die Marine oder für die Weltregierung war. Weil dann war es ja zum Beispiel so, dass Bartholomäus Bär zur Thriller Bark geschickt wurde, um ihn beispielsweise über den Nachfolger von Crocodile zu informieren. So, als ob da nicht mal jemand mit der Teleschnecke hätte anrufen können und das vorher schon mal sagen können. Klar, er sollte da auch hin, um zu helfen, aber ja, Gecko Moria ist einfach sehr, sehr tricky, weil er auch einfach so einen kurzen Auftritt hatte. Der war ein Sieben-Samurai-Mitglied. Wir wissen nicht warum, wir wissen auch, also die Weltregierung hat ihn ja auch komplett fallen lassen danach. Doflamingo sollte ihn ja dann killen, so, und das zeigt ja, das ist krass. Das zeigt ja, dass die Weltregierung auch genauso gut mal richtig abdriften kann und einfach sagen kann, komm, den ziehen wir auch komplett aus dem Verkehr jetzt. Obwohl er ja den Ruf gefolgt ist, er ist zur Marine vorgekommen und der hat halt wirklich richtig für die gekämpft, so, weißt du? Also der hat mal wirklich für die gekämpft, so, und mal was für die gerissen. Ja. Nicht so wie Bo Hancock, die sich da mal kurz dagegen stellt oder so Doflamingo, der nur so ein bisschen seinen Spaß hat, sondern der hat sich ja wirklich gut gemacht eigentlich, aber ja, war der Weltregierung dann doch nicht mehr so wichtig. Ich würde auch sagen, dass er trotzdem schon, jetzt abgesehen von Buggy, der Schwächste war. Also Buggy ist natürlich nochmal, glaube ich, eine Nummer schwächer, aber er ist schon mit so der Schwächste und das wurde auch nochmal demonstriert, dass Doflamingo ihn da einfach da in die Enge treibt, obwohl er dann da noch überlebt hat und so, obwohl wir das ja jetzt wiederum seit einigen Chaptern wieder unsicher sind, ob er noch lebt oder nicht.
Ja, Gecko Moria, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube nämlich, wie gesagt, er wollte seine Ruhe vor der Weltregierung, er wollte Thulla Bark, er wollte dort seine Schattenarmee aufbauen, wie du gesagt hast, und er hat ja auch Oost, diese alte Kreatur, die ja wirklich Oni-artig, Kaido-artig aussieht, vielleicht weil er sich immer an Kaido rächen wollte, und er hat halt nur auf den richtig starken, krassen Schatten gewartet, das war ja letztendlich Ruffy, den er Oost geben wollte. Um vielleicht sogar wieder in die neue Welt mit der Thulla Bark. Die Thulla Bark bewegt sich ja auch. Das ist ja wirklich so ein, ist ja fast ein Schiff, oder nicht? Ja. Ist doch ein Schiff. Er nennt es ja auch das größte Schiff, so. Ah, ja, abgesehen von der Filler-Casino-Insel da im World. Aber, das war, glaube ich, nochmal, das war nochmal ein paar Nummern größer. Aber Gecko Moria, ich glaube, er hat nur gewartet, um seine Armee, um Oost, glaube ich, aufzubauen, um ihn gegen Kaido zu stellen. Was, ich glaube, im Nachhinein einfach hirnrissig ist. So, Kaido würde, glaube ich, Oost einfach zermalmen, egal was für ein Schatten da drin steckt. So. Aber finde ich auf jeden Fall interessant. Und jetzt halt diese Frage, er steht vor der Wahl, sich Blackbeard anzuschließen. Also das ist die einzige Chance. Entweder schließt er sich ihn an oder er wird halt getötet. So. Es ist einfach klar, weil sie haben schon Absalom einfach so in die Ecke also getötet und seine Leiche liegt da irgendwo rum, hat ja Katharina Devon gesagt. Und deswegen, ich glaube, das wird da alles noch weitergehen, vielleicht schon in den nächsten 2-3 Wochen, wenn wir einen Schwenker kriegen, weil Perona will dahin, in die größte Gefahr überhaupt da, also wo Blackbeard ist, auch wenn es nicht so gefährlich wirkt, weil er da feiert mit den ganzen anderen Piraten Blackbeard, aber er sucht nun mal Teufelsfruchtnutzer und Perona, eigentlich hat Perona auch schon eine krasse Frucht, sie kann einfach jeden da auf die Knie zwingen und so, es ist einfach voll heftig und wenn irgendein Teufelsfruchtnutzer da ist so und er die Frucht vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass er wenigstens sie tötet und dann vielleicht da die Frucht wenigstens so hat, allein zum Handeln oder so. Keine Ahnung, aber, ja. Ja, ich bin immer noch davon überzeugt, was ich im Mihawk-Podcast gesagt habe, Kapitel 944, Mihawk kommt mit, will Perona beschützen und killt da ja jemand von der Blackbeard-Bande und bringt den Tod, weißt du? So, und dann ist halt die Frage, also ich denke, wir sind uns alle einig, Gecko Moria wird nicht, zu Blackbeard gesagt haben, nee, ich schließe mich euch nicht an, tötet mich hier und jetzt und zack, tot so. Und beim nächsten Schwenker ist ein toter Gecko Moria da auch noch. Das wird nicht passieren. Okay, er wurde schon von Shiryu aufgeschlitzt. Also ich kann mir vorstellen, das, also er das wurde ja schon aufgeschlitzt. Das ist so respektlos. Also, ey, er kommt da an, er sieht seinen alten Freund und wird sofort zerschlitzt. So. Er hat nicht mal die Wahl. Ja, und jetzt hat er da einen riesen Schlitzer in der Rippe und hat dann die Wahl, da anzuschließen. Also, schon mal ein er Statement muss eigentlich markiert. Ja sagen. So. Ja, so. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn wir Perona da ankommen sehen, dass wieder so mäßig fake-mäßig Gecko Moria und Katharina Devon oder obwohl nochmal wird das nicht machen, aber dass wir dann vielleicht eine Schattenarmee sehen oder diese Fledermäuse, aber dann kommt da vielleicht eine andere. Stell dir vor, Shiryu kommt dann nochmal damit an. Shiryu hat dann noch die Frucht, auch noch. Auch kann es auch zwei Teufel oder so ein Blödsinn. Das wäre zu krass, ey. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Was ist mit Law? Also wie gesagt, Gecko Moria, denke ich, ist nicht so ein super spannendes Thema, wenn es um 7 Samurai geht. Ich würde sagen, schlendern wir zum nächsten. Oder? Ja, Trafolgar, die Waterlore, die Lagerrobbe. Und mega interessant, fände ich. Also, Trafolgar Lore, super interessant, weil kurz bevor er in den 7 Samurai-Status gekommen ist, wurde sein Kopfgeld nochmal angehoben auf 440 Millionen, wurde dann nur ganz kurz eingefroren für den Zeitraum von Punk Hazard und dann nach Punk Hazard ging es ja schon Richtung Dressrosa und danach wurde es direkt wieder auf 500 Millionen angehoben. Das heißt, der hatte wohl mit den kürzesten Auftritt überhaupt bei den 7 Samurai, aber trotzdem trotzdem ein Genius-Move von ihm auf jeden Fall. Wie es dazu kam, ist, dass er, also für die 7 Samurai gilt immer, dass sie durch irgendein bestimmtes Ereignis auf sich aufmerksam machen und die Marine sagt, hey, krass, das benutzen wir. Und er hat halt so einen kompletten Genius-Move gemacht. Bei ihm war es so, er kann ja mit der Fähigkeit Mess den Leuten das Herz rausnehmen. Und wir wissen ja auch, dass er das öfters mal macht, beispielsweise bei Monet war das ja so, oder auch sein eigenes Herz und sowas, dass man die auch einfach transportieren kann in dieser komischen Glaskuppel, da, was da drum ist. Und so hat er 100 Herzen von Piraten genommen und die der Weltregierung gegeben. Also er sandte den Piraten 100 Piratenherzen der Weltregierung, um seine Stärke zu beweisen. Das an sich ist ja schon krass, weil man könnte jetzt entweder sagen, okay, die Weltregierung hat einfach alle 100 Herzen zerstochen oder so und alle Piraten sind tot. Aber was halt ein ultra cooler Move wäre, wenn die Weltregierung mal mit dem Rücken zur Wand steht, dann könnten die halt 100 relativ starke Piraten auf ihre Seite ziehen und einfach sagen, ey, wenn ihr nicht für uns kämpft, dann killen wir euch so.
weißt du, wir haben hier eure scheiß Schmodderpumpen und die zerstechen wir. Also es hat einen sehr, sehr krassen Vorteil für die Marine und man darf ja auch nicht vergessen, die Weltregierung, ist ja quasi auch, also die wissen ja auch von der Teufelsfrucht zum Beispiel, so weißt du, das ist ja auch noch so eine Sache, die Lore hatte, so deswegen, es ist eine Win-Win-Situation für beide gewesen, weil Lore natürlich seinen Plan umsetzen wollte und auch schon Draht dazu hatte und quasi die Weltregierung genauso, also gerade auch von Sengoku ausgehend. Das war heftig, also wie gesagt, gerade mit der Fähigkeit, aber auch heftig, dass man als 7 Samurai, ich weiß nicht, kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich will einer werden? Oder muss man wirklich so eine Opfergabe abbringen? Das war ja bei Blackbeard auch so. Raffet hat ja Blackbeard damals vorgeschlagen einfach. Aber trotzdem musste sich ja Blackbeard dann auch noch mal beweisen. Kommen wir auch gleich noch mal zu. Der ist ja schon der Nächste. Ist halt tricky. Bei Lore war halt, wie gesagt, ein kurzer Auftritt. Ich fand es dennoch cool, dass er, also wie leicht theoretisch, wenn man ein bisschen was drauf hat in der One Piece Welt, man eigentlich 7 Samurai der Meere werden kann, so weißt du, und sich sofort mit dem vermeintlichen Feind, also der Weltregierung, verbünden kann, so. Das geht echt so schnell, ne, es ist heftig. Und Law, ich weiß nicht, Law ist für mich auch einer meiner Lieblingscharaktere und ich feiere das einfach. Ja, total. So. Wie gesagt, so der kürzeste Auftritt überhaupt. Oder? Von Fujitora wurde er seines Amtes enthoben. Steht hier noch als Anmerkung. Ist auch krass. Also heftig, heftig. Ja, ansonsten bei Law, ja, zukünftig werden wir jetzt gerade sehen, was im Wano Kuni Arc abgeht. Also da, boah, bei Law, er hat ja mehr oder weniger seinen Story-Strang, sag ich mal, das mit Corazon und das mit Doflamingo und diesen ganzen Kram. Der ist ja mehr oder weniger abgehandelt. Also hat der Charakter hat trotzdem noch eine Daseinsberechtigung in One Piece, aber. Ich sag mal so, es ist oft so, wenn man Story oder Charaktere schreibt, dass wenn das große Ding und deren Rachezug und sonstiges vollendet ist, kann so ein Charakter auch abtreten. Deswegen mal gucken, wie so ein Wano Kuni Arc aussieht, ob der das zeitliche segnen wird, ob er sich opfert und so und ob die Frucht dann wieder im Umlauf ist, seine Frucht, die ja wohl mit die krasseste, begehrteste Paramecia-Frucht überhaupt ist. Weil, wie gesagt, Doflamingo und Operation der Unsterblichkeit, der ewigen Jugend, was auch immer das ist, wie das funktioniert, ob man da nicht mehr altert, ob man allgemein unsterblich wird, wie funktioniert das? So viele komische Fragen und er hat mit die krasseste Frucht, also wirklich, muss man mal sagen, und deswegen, ich bin gespannt, wie es aussieht und theoretisch könnte einfach Kaido auch in zwei teilen oder sein Herz, Theoretisch schon. Und vor allen Dingen ist seine Frucht 5 Milliarden Berry wert, das sind einfach so 2,5 Blackbeard, so. Zweieinhalb nicht ganz, aber so 2 Blackbeard und ja, noch. Ja, ist heftig. Und noch ein Zorro obendrauf, hatten wir ja letztes Mal schon mal angesprochen. Law ist halt so ein eigener Charakter, wie du schon gesagt hast. Typisches Phänomen für den Charakter, der sterben kann, wenn, man spricht ja immer von der Plot-Armor, wenn ein Charakter einfach noch zu viele Fragen offen hat und deswegen nicht sterben kann, weil diese Fragen nur beantwortet werden können, wenn der Charakter weiterlebt. Bei Law gibt's das nicht mehr. Wir wissen, seine komplette Kindheit mit seiner Krankheit, mit seiner Familie. Seine Familie ist abgehandelt. Wir wissen seine etwas spätere Kindheit mit Corazon, wie er seine Krankheit geheilt und der ganze Plan halt danach nach Corazons Tod und so weiter und so fort. Und jetzt ist quasi auch alles an sich abgeschlossen. Er hat die Rache an Doflamingo genommen. Sein Lebensziel in dem Sinne ist erreicht. Und ja, jetzt ist theoretisch wirklich der Punkt gekommen, wo man sagen kann, das ist ein Charakter, der könnte sterben. Es hätte einen ultra krassen Impact, weil Law ist ein Fan-Favorite von so vielen Leuten, was auch absolut legitim ist. Der Charakter ist super cool. Und es wäre halt ein Tod, der einen extremen Impact hätte, auch gerade für den Charakter Ruffy zum Beispiel oder so. Deswegen, das wäre schon geil. Ich sag mal so, ganz ehrlich, der hätte einen krasseren Impact als Ace. Also Ace war davor zwar, es ist also für Ruffy wahrscheinlich emotionaler gewesen, aber Ace, also wir hatten wenig Verbindung zu Ace zu dem Zeitpunkt. Also wirklich, jetzt im Nachhinein und danach kam ja erst der Flashback mit der Kindheit und so, aber der Tod an sich, da kannte man ja Ace nur so ein paar Auftritte, ein paar Cameos aus dem Alabaster-Arc hier und da mal und so. Und er war ein Ehrenmann, man wusste das, vom Charakterdesign natürlich cool und so, aber Digga, Law ist einfach so krass, wir kennen ihn einfach in- und auswendig und er hat jetzt schon so lange die Strohhüte begleitet und so und er ist, wie gesagt, ey, bei den, ich glaube, er ist immer sogar Platz 2 gewesen und so bei den Charaktervotings. Der ist immer so weit vorne, weil er einfach so beliebt ist bei den ganzen Fans und natürlich auch wegen seiner Frucht, wegen seinem Verhalten, ein bisschen dieses kalte, aber trotzdem,
ja, viele haben auch am Anfang gedacht, der wird am Ende Ruffy verraten oder sonstiges, aber er ist ja wirklich der pure Ehrenmann und er wird es niemals machen. Das Ursprungsziel war natürlich, Kaido zu stürzen, aber ich würde trotzdem sagen, wie du schon erwähnt hast, die Plot-Armor, die hat auf jeden Fall schon in die Garderobe gehängt, die braucht er nicht mehr. Und deswegen kann alles passieren, ey. Ja, ich bin echt gespannt. Ja, auf jeden Fall, sehe ich genauso. Also wie gesagt, Law hatte den kürzesten Samurai-Auftritt von allen, deswegen, ja. Das an sich relativ schlüssig, aber auch ein Charakter, der mal ganz cool wäre für eine Charakteranalyse, wo man alles durchgehen kann, gerade durch den Flashback und so. Also kann man mal irgendwie. Ja, finde ich auch Law, ist auf jeden Fall ein Kandidat. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. Dann kann man nochmal genau ausführlich. Genau wie es schon gemacht haben, nämlich bei Marshall Dean Teach. Die Überleitung. Ich habe geguckt, es hat voll viel Klicks, Podcast, ich glaube über 20.000 oder so, ne? Vorhin mal geguckt, ey Leute, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und das zeigt ja, dass Blackbeard oder allgemein Charakteranalysen gut ankommen und deswegen werden wir das auf jeden Fall noch machen. Es geht, also One Piece lebt ja von den Charakteren, dann machen wir das natürlich weiter, aber jetzt erstmal bezüglich des Samurai-Posten, also ehemalige Samurai-Posten, jetzt ist er genau das Gegenteil eines Samurais, nämlich einer der vier Kaiser oder fünf, wie man auch immer sagen will. Da ist die Sache, wir haben es eben schon angerissen, Raffet hat ihn vorgeschlagen damals, der ist ja hochgeflogen mit seinen komischen Flügeln, was auch immer er für eine Kraft hat oder so. Ja, und hat ihn vorgeschlagen, aber letztendlich ist er erst einer der sieben Samurai geworden, nachdem er Ace abgeliefert hat. Er wollte ja eigentlich Ruffy abliefern, das war ja sein normales Ziel. Und Ace ist dann auf ihn getroffen, hat das durch Zufall mitbekommen, haben die gekämpft und dann hat er einfach Ace abgeliefert. Und natürlich wurde er dann befördert, weil Ace ist natürlich auch schon bekannt und auch gerade als Sohn von Roger, Alter, wie krass. Das ist einfach so ein Sechser im Lotto. Weil die Weltregierung und so auch damit auch ein Zeichen setzt natürlich, denn den Sohn vom ehemaligen Piratenkönig dann noch abmurksen, hinrichten, öffentlich hinrichten und es wird überall übertragen. Das ist natürlich das Nonplusultra. Aber, okay, ich würde sogar sagen, war nicht sogar Blackbeard kürzer einer sieben Samurai als Law? Ich glaube, die beiden tun sich da nicht viel. Ja, stimmt, die beefen sich da natürlich Blackbeard, schon um den Titel. Stimmt. Blackbeard hat es so kurz nur genutzt, aber warum? Eigentlich nur, um nach Impel Down reinzukommen, ne? Ja, Impel Down war natürlich der absolute Genius-Move, weil er ja wirklich unter der Prämisse hergekommen ist, hey, ich bin einer von den sieben Samurai, ich bin nur hier, um zu helfen, so mäßig. Und das war so, ne? Ja, also genau. Er hat nur den Samurai-Posten angenommen, um letztendlich da reinzukommen, um sich seine Leute zu holen. Ja, also er hat den sieben Samurai-Status wirklich nur für seine Ziele ausgenutzt. Natürlich auch absolut genial, weil also generell das Spiel einfach, weil Crocodile, also es war quasi direkt, nachdem Crocodile aus dem sieben Samurai-Status rausgenommen wurde, kommen wir auch gleich nochmal zu, Crocodile ist der nächste Charakter, brauchte man halt einen neuen Samurai, Raffet hat ihn vorgeschlagen und relativ zeitnah hat, nachdem Blackbeard die Strohbanner nicht bekommen konnte, hat er halt Ace abgeliefert und das halt wirklich nur um seinen Plan, in dem wir auch in unserem Podcast nochmal drauf eingegangen sind, quasi den genialen Plan über das ganze Werk One Piece von Blackbeard, ja, war das halt so ein wichtiges Detail davon und das hat er halt komplett genutzt und definitiv ein absoluter Genius-Move auch von ihm gewesen. Ja, mit Impel Down, einfach zu geil, weil Impel Down, man muss sich mal vorstellen, Ruffy es da rausgeschafft hat, ist ja schon ein Wunder und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein Wunder in jederlei Hinsicht, dass dann ein Jinbei zufälligerweise mal mit von der Partie ist, der einen dann ja übers Meer quasi schippert von Impel Down, wenn man aus Impel Down raus ist und man starke Leute wie Ivankov dabei hat und Ivankov, der auch einfach mal Ruffy noch das Leben gerettet hat, dann auch zufällig jemand mit einer Wachsfrucht, damit man überhaupt gegen jemanden mit der Giftfrucht kämpfen kann, da waren so viele glückliche Zufälle, das heißt eigentlich, man kann es gar nicht richtig aus Impel Down rausschaffen, es sei denn, man hat so jemand wie Morley oder so dabei und da kommt einfach ein Blackbeard, der da so, der ist einfach komplett richtig angegangen ist, der gesagt hat, komm, sieben Samurai-Status, das ist die freie Eintrittskarte und er dann auch noch so dreist ist und aus Impel Down sowohl Angestellte von Impel Down, also Shiryu oder Insassen von Impel Down einfach beide Parteien mitnimmt als Crewmitglieder, also der hat wirklich alles krank. Richtig gemacht. Heftiger Typ auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es mit der krasseste Plan, der so lange aufgebaut wurde und einfach, das war ja schon in Alabasta hat man Ace schon gesehen, also damals, ganz am Anfang und da hat er schon gesagt, dass er jemanden jagt. Also er hat da damals schon Blackbeard gesucht, weil da war das schon mit Ted schon so alles. Und das haben wir da schon eingeführt bekommen, Leute. Und da war schon klar, okay, dann treffen sie auf Bandaro irgendwann und dann, ja, Baltova Buhu.
wie gesagt, und er hatte den Posten von Sir Crocodile, was ja Bartholomeus Gecko Moria sagen wollte auf der Thriller Bark, ne, dass ja, Blackbeard den Posten hat von Sir Crocodile. Und Sir Crocodile wurde ja besiegt von Ruffy und hat dadurch seinen Posten verloren. Aber wie hat er den bekommen? Ist das bekannt? Das ist bekannt. Also, na, was heißt bekannt? Richtig bekannt, komplett ist es nicht. Aber so ein bisschen der Ursprung davon ist klar. Und zwar wurde Sir Crocodile schon, also Hintergrundwissen dazu, Sir Crocodile ist aktuell 46 Jahre alt. Und hier ist er das absolute Gegenteil von Trafalgar Law und Blackbeard. Denn er wurde schon mit Mitte 20 ein Sieben-Samurai-Mitglied. Also das ist schon richtig lange her. Richtig, richtig lange her. Der ist schon, also der ist ein Urgestein im Sieben-Samurai-Status. Der ist ein richtiges Alpha-Männchen. So. Und ja, und es ist quasi so, dass er in den Sieben-Samurai-Status kam und dann schon seine erste Klatsche bekommen hat, weil er sich dann schon mal gegen Whitebeard gestellt hat und Whitebeard ihn einfach komplett geschlachtet hat. Da gab es ja dann auch die Parallele im auf Marineford, wo er gesagt hat, ich habe noch eine offene Rechnung mit ihm, aber logischerweise hat er keine Chance gegen Whitebeard. Whitebeard hat ihn fertig gemacht und nach der Niederlage ist er quasi nach Alabasta gekommen und hier ist der krasse Move, weil wir kennen ja Crocodile eigentlich nur als relativ brutale Persönlichkeit, die halt auf Alabasta definitiv keine korrekten Aktionen gebracht hat. Aber ursprünglich war Crocodile ein relativ ein krasser Typ, weil er kam als Held dahin, denn Alabasta wurde damals angegriffen und er hat die Angreifer quasi zurückgeschlagen und das Land Alabasta beschützt. Und ja, das war quasi so dieser ganze Ursprung davon. Und zeigt halt einfach, wie, ja, dass er halt ein absoluter Veteran in der Hinsicht ist, aber ja, dann nach Alabasta, also in denselben Arc, wo das quasi implementiert wurde, war er auch schon wieder weg. Auch der Samurai mit dem niedrigsten Kopfgeld, außer jetzt Blackbeard mit 0, natürlich, wenn man es so davor sieht, aber er hat somit das niedrigste Kopfgeld von allen mit 81 Millionen Berry, wo ich auch sehr, sehr, obwohl Bo Hancock hat 80 Millionen, aber wo man eigentlich auch mal hoffen kann, dass da nochmal eine Aktualisierung vorgenommen wird. Ja, auf jeden Fall, ey. Er ist jetzt, wie gesagt, auch kein Samurai mehr und er ist jetzt gerade auch in der neuen Welt, wissen wir. Also, der wird höchstwahrscheinlich jetzt wesentlich krasseres Kopfgeld haben. Das wird bekannt sein. Also, muss einfach hundertprozentig. Ich fand auch krass, dass er nochmal aufgetaucht ist, aber heftig finde ich jetzt auch den Fakt, dass er einfach schon so lange war. Also, das wusste ich auch nicht, dass er so lange einer dieser Samurai war. Ey, das ist schon heftig. Also, dass er das die ganze Zeit gehalten hat. Die Frage ist, war eine Frau damals? Ja, genau, das ist, das ist Ivankovs Geheimnis. Das ist noch der Plot-Twist, der da noch aufgeklärt werden muss. Auch lustig, dass die Person, die ihn verhaftet hat und ihn den Status des Sieben Samurai dadurch durch die Verhaftung weggenommen hat, ist einfach Tashigi gewesen. Die war damals nur in Position eines Leutnants. Die hat eigentlich, ich meine, die Samurai sind ja ein Teil der Dreimacht. Die sind mit den Kaisern, bilden die so eine Stufe, sage ich mal. Und dann kommt da einfach so eine Tashigi-Irrelevant 2.0 um die Ecke. Und ja, hat ihn einfach mal so den Status weggenommen. Das ist echt krass. Das ist echt heftig, ey. Ja, mal sehen, was wir noch von ihm jetzt sehen werden. Wir haben nur ein Bild gesehen, wie er auf die 1,5 Milliarden Berry von Ruffy reagiert. Also so einen kleinen Shot, wo er irgendwo saß in einem Gebäude, was so ein bisschen hochwertiger aussah, so Mafia-mäßig wieder. Also kann sein, dass er sich wieder irgendein Imperium, so eine Barockfirma 2.0 aufgebaut hat. Weiß man nicht, kann aber sein. Bin ich auch gespannt. Er meinte nur zu Mr. One, dass er in eine neue Welt, ja, in die neue Welt will. Ja, genau. Und hier auch quasi Der Aspekt, den wir ganz am Anfang angesprochen haben, wenn man etwas tut in ein Königreich, was der Weltregierung untersteht, und hands down, Alabasta ist das natürlich, wir wissen es ja jetzt gerade auch von der Reverie beim Königstreffen, Alabasta gehört zur Weltregierung oder untersteht diesen, und er hat ja dieses Nebelins da benutzt, und das ist ein, ja, das ist ein Stoff, der verboten ist, also man darf das nicht benutzen, und das hat er halt gemacht und hat damit quasi, ja, in einem Königreich, was der Weltregierung unterliegt, etwas gemacht, was verboten ist mit einem verbotenen Stoff. Und das hat quasi zur Amtsinhebung geführt. Also klar, natürlich, seine Niederlage war irgendwo auch der entscheidende Punkt. Aber der
eigentliche Punkt war halt quasi, dass dann auch in den Arc aufgeflogen ist, was er alles gemacht hat, weil ja die Weltregierung nie mitbekommen hat, was er so alles in Alabasta getrieben hat. Ja, also da kann ich es auch verstehen, dass der den Posten verloren hat. Also es war einfach too much, auch wenn er so lange schon den Posten hatte. Egal. So, sind wir durch mit den ehemaligen. Jetzt kommen wir zu den aktuellen. Das finde ich auch ein bisschen interessanter, jetzt mal in der Gegenwart ein bisschen rumzuschwimmen. Und zwar aktuell, was mich auch überrascht hat, was viele überraschen sollte, ist, dass Buggy den Posten bekommen hat, eines der sieben Samurai. Und wir kennen, wie gesagt, jetzt gerade aktuell, ja, wie viele sind jetzt aktuell? Also wenn man Bartholomew Bear wird hier zwar noch in dieser Liste mit dazugezählt, aber sonst haben wir eigentlich, ja, wie viel haben wir denn, also wenn man ihn dazuzählt? Soll man ihn dazuzählen oder nicht? Ja, wir zählen ihn mal mit dazu. Bear. Er ist hier noch gelistet, da haben wir 5 Kaiser gerade, Kaiser schon, 5 Kaiser haben wir auch, aber 5 Samurai. Buggy ist einer, sein Tiermotiv ist unbekannt, steht hier so, da wüsste ich jetzt auch keins, ganz ehrlich. Ja, schwierig, und echt schwierig. Was soll man zu ihm sagen, ey, es ist einfach albern irgendwie, ne? Also, was soll er für einen Mehrwert haben? Genau, so, das Einzige, was man sagen kann, ist, er schart viele Leute um sich. Also, die Sache ist ja die, dass zum Beispiel Mihawk, haben wir auch schon im Podcast angesprochen, oder Edward Weeble, das sind Personen, die einzeln so overpowered sind, dass sie den Status gerecht werden und nur diese Person alleine ausreicht, um etwas auszugleichen, was sonst nur eine ganze Armee darstellen könnte. Bei Buggy ist halt die Sache, der ist, also man kann halt sagen, was man will, aber Buggy ist halt schwach. Potential hin oder her, ich lese immer Kommentare so, ja, er teilt sich so krass, dass es nur noch so groß ist wie Atome und dann Erwachen und Pipapo. Aber Buggy ist halt auch einfach schwach so. Und an der sich. Der soll auch nicht stark werden. Genau, und an sich ist er halt einfach kein Charakter, der in irgendeiner Weise mit den anderen mithalten könnte. Aber er ist halt in diesen Status gekommen, was halt krass ist. Das ist einfach krass. Also. Ich weiß nicht. Es passt sehr gut zu Buggy, weil warum sollte er so eine Position ablehnen? So, weißt du, 7 Samurai ist so voll die hoch anerkannte Stellung. Jeder Pirat fürchtet das, wenn einer von den 7 Samurai so auftaucht. Und die zählen ja auch so zu den krassesten Piraten überhaupt. Aber außer seine Crew, also seine riesige Gefolgschaft, hat er nichts vorzuweisen. Gut, ich meine, er war in Rogers Crew, der hat schon was vorzuweisen, aber ja. Also bei ihnen ist halt nicht klar, was die Marine von ihm will und das ist halt der Knackpunkt. Bei allen anderen weiß man, okay, die Marine hat durch das Ereignis davon Wind bekommen, hat sie eingestellt und Vorteil ist das und das und Vorteil ist das und das. So bei Doflamingo und so ist das halt ganz klar zu erkennen und auch bei allen anderen, bei Jinbei mit den Fischmenschen und so weiter und so fort. Aber bei Buggy, wir wissen ja auch nichts wie bei Lore. Lore hat 100 Piratenherzen dahin gegeben, um was zu beweisen. Blackbeard hat einfach Portgas die Ace abgegeben und Buggy, was hat Buggy gemacht, so, weißt du? Das ist halt die Frage. Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Der einzige Nutzen wäre halt, wie gesagt, auch was Mihawk erwähnt hat in Marineford, was Ruffy stellt. Ist, sich Leute auf seine Seite zu ziehen. Das hat Buggy ja auch eigentlich so, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht so diese Lügen-Motto, was er an den Tag legt, dieses immer Lügen und bla. Und die Leute kaufen ihn das ab, so dumm, so Comedy-Element-mäßig. Aber er hat ja wirklich da jetzt schon eine Streitmacht bekommen mit diesem Comedy-Kram. Und das kann der Nutzen sein, dass er einfach vielleicht eine riesen Gefolgschaft mitbringt von irgendwie Piraten, die dann vielleicht auch noch kämpfen. So. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen Comedy-mäßig und ich habe irgendwie das Gefühl, oder wusste nur nicht, jetzt wen soll er noch den Posten geben, weil es sind ja 7. Und meinst du, es gibt jetzt gerade 7 aktuelle oder sind das wirklich nur 5? Weil wir kennen ja nur 5, aber... Ich glaube, es gibt 6 aktuell. Ich glaube, es gibt 6. Echt? Ich glaube, es wird noch einer revealed. Also einer ist noch in der Rückhand, den man sich noch aufhebt, der einen richtig krassen Impact haben wird, glaube ich. Was ich hoffe immer noch so sehr darauf, dass es einfach einen Kopfgeldjäger gibt, der einfach schon so 3-4 Leute, die einfach so ein 800, 900 Millionen oder vielleicht auch mal 1 Milliarde haben und der die einfach schon abgeliefert hat und dadurch halt in den 7 Samurai-Status kommt und so voll der krasse Typ ist und die Argumentation, dass er nicht auf dem Krieg bei Marineford Arc dabei war, die Argumentation war, dass er einfach irgendeinen anderen Piraten gejagt hat, den auch abgeliefert hat, der einfach ultra gefährlich ist, so. Fände ich ultra geil, wenn es noch so einen Charakter gibt, weil es heißt halt 7 Samurai und wir haben noch nie 7 Samurai gesehen. Und wenn man jetzt Kuma auch mal wegzählt, dann haben wir aktuell nur 4 und das ist irgendwo ja auch verständlich, weil das System ja nach und nach eigentlich ja zerstört werden soll, wollen ja viele auch Fujitora und so, aber
es wäre halt schon mal cool, 7 zu haben. Und da sprechen wir ja wahrscheinlich nochmal kurz am Ende drüber, welcher Charakter quasi der 7. sein könnte, wenn es den 6 dann gibt, wen man da noch einladen könnte in diesen Status. Ja, Miok ist wie gesagt auch schon ewig einer, also das ist, war das nicht der aller, das war doch der erste, den wir gesehen haben, von den 7 Samurai. Ja, Miok, das ist ja das Ding, was hat er für Nutzen? Ich glaube nur den Nutzen von Ruhe, er will einfach nur seine Ruhe haben, weil sein Kopfgeld ist unbekannt, er wird aber, glaube ich, trotzdem ein relativ hohes haben, weil damals die Kämpfe mit Shanks und alles und die haben ihn nun mal auch als glaube ich, einflussreichen und ultrastarken, der stärkste Schwertkämpfer, der beste Schwertkämpfer der ganzen Welt registriert und ich glaube, dass er schon ein hohes Kopfgeld hat. Die Frage ist, ja, sein Nutze ist, für meiner Meinung nach, ist sein Nutze, den er davon zieht, nur, dass er, ja, Ruhe hat. Die Ruhe vor der Weltregierung und ansonsten muss er halt hier und da mal zu irgendeinem Treffen und irgendwo hin und fertig. So hat er seine Ruhe. Also, oder? Ich glaube, bei ihm ist es halt so ein bisschen wie bei Jinbei, aber halt nochmal, also Mihawk, der macht halt nichts Krasses. Der macht keinen Menschenhandel, keinen Waffenhandel. Wir wissen nicht ganz genau, ob er viel mit den Kaisern, sprich Shanks oder so, zu tun hat, aber für die Weltregierung ist es halt eine Person, der ist zwar ein Pirat, aber der macht ja jetzt nicht so täglich einen Überfall auf irgendjemanden oder so oder kapert da irgendwelche Boote, ja, sondern der chillt da und das heißt, für die Weltregierung ist es einfach pure Stärke, weil die kann man den einfach nicht aberkennen, das ist einfach ein extremes Stärketool und es ist eine Person, die für die Ruhe, die er bekommt, sehr leicht zu bändigen ist, weil es ist nur eine Person und da kannst du sagen, ey, komm hier hin, kämpf gegen den und den und dann ist das Ding auch wieder geritzt so, also eine Win-Win-Situation halt einfach und ich glaube, der ist halt relativ leicht so für die zu bändigen, dass man, ja, also, wie gesagt, Mihawk, wir haben ja auch schon einen ausführlichen eine Stunde Podcast zu denen gemacht, da haben wir das Ganze ja auch schon mal angesprochen, deswegen, ja. Yes, deswegen. Ja, über den Charakter, wo man sich streiten kann, ob der noch einer ist, er ist hier noch gelistet bei OP-Wiki, Bartholomew's Bear, der Tyrann, sein Beiname, der Tyrann. Er war ja nun mal Doppelagent, also bei den Revos und da ist die Sache, warum? Also warum kann er, wenn er bei der Gegenfraktion ist und das theoretisch, ist das müsste doch bekannt sein, oder nicht? Oder ist das geheim, dass sie das nicht wissen? Wie kann er denn einer der 7 Samurai ernannt werden? Also wenn er wirklich bei den Revos ist, das ist so absurd eigentlich. Ja, vor allen Dingen, was halt strange ist, ist so, jeder von den 7 Samurai macht zwar was für die Marine oder für die Weltregierung, der eine mehr, der andere weniger, aber Kuma ist ja totally also loyal zur Weltregierung. Ich meine, die sagen dann, normalerweise ist es ja so, wir rufen euch zu einer Schlacht und ihr kommt und das wär's eigentlich auch schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Aber die können einfach zu Kuma sagen, also der stand ja richtig im Dienst von denen. Die haben dann einfach gesagt, du fährst mal zu Thrillerbark, hilfst mal Gecko Moria, der hat da was zu tun und im Übrigen kannst du dir noch eine Nachricht von uns ausrichten. Der war einfach so komplett wie ein Marine-Mitglied. Der war eigentlich gar keiner von den 7 Samurai oder von den Ursprung, wie eigentlich das System funktioniert. Und man muss sagen, Kuma ist halt auch schon so relativ lange in diesem ganzen Business drin. Der war ja auch schon vorher als Pirat quasi bekannt und hat sich dadurch schon einen extremen Namen gemacht, was ihn so in diesen 7 Samurai-Status schon empfohlen hat. Aber wir wissen halt auch einfach, dass er als Spion bei den Revos tätig war, also für die Revos als Spion tätig war, was es halt ultra strange macht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich von Vegapunk hat umbauen lassen, weil vielleicht auch einfach der Druck von oben zu groß war, ey, das ist zu unsafe so und dass man dann vielleicht gesagt hat, okay, entweder du opferst dich komplett auf oder wir vertrauen dir nicht, ist ja so eine der gängigsten Theorien, dass Kuma quasi diese ganzen Experimente nur hat mit sich machen lassen, um eine Zeit lang den Revos Infos zuzustecken. Ja, das Ding ist, wie gesagt, sein Titel war Spion und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die es nicht wussten erstmal, dass er bei den Revos ist. Und er war ja auch ein König, höchstwahrscheinlich, er war ja ein König eines Königreichs und deswegen, ja, also das wissen wir ja, also deswegen ist Bonnie ja auch dahin gekommen, sie ist ja, hat sich ja ausgegeben oder beziehungsweise ist sie vielleicht sogar auch die Prinzessin oder Königin dieses anderen Königreichs und vielleicht ist da einfach rausgekommen, dass er bei den Revos ist, so, und obwohl er einer der 7 Samurai-Meere ist, haben die dann gesagt, okay, an dir wird jetzt hier ein Exempel statuiert und du wirst jetzt hier zum Reittier, zum Mount gemacht von den Dings hier, von den Tenryubito.
und dass er vielleicht das wusste, okay, die sind eh dahinter gekommen und so, es ist nicht mehr zu retten, ich muss mich jetzt umbauen lassen, ansonsten ist mein ganzes Königreich bedroht, einen Bastard-Call zu kriegen oder so, weil ich die Weltregierung so krass verraten habe, irgendein Blödsinn, irgendwas Dramatisches, Selbstloses würde es sein, dass er einfach sich selber aufopfert und deswegen, ja, so letztendlich besiegt wurde. Ja, also wie gesagt, zu Kuma kann man nicht mehr so viel sagen, weil Kuma halt, ja, die Spionfacette einfach noch aufgeklärt werden muss. Aber der nächste Samurai ist auch so eine Person, von der wir schon enorm viel wissen, wo immer noch fraglich ist, wie diese Person überhaupt noch in diesem Status sein kann, weil sie hat enorm viel gegen die Marine unternommen. Sie hat den Schlüssel für Ruffy gegeben und das nicht nur einmal. Die hat schon mehrmals Marineleute angegriffen. Auch schon damals auf ihrem Schiff hat sie ja schon den Vizeadmiral Momonga einfach mit den ganzen Truppen komplett gerippt, so deswegen eigentlich dürfte die nicht mehr in ihren Status sein, in den sie aktuell ist, aber ist sie halt noch. Sie ist eine Königshaki-Nutzerin, auf jeden Fall auch eine interessante Sache, obwohl das letzte Kopfgeld, was sie halt hat, 80 Millionen ist, das ist schon ziemlich mager. Und sie ist auch schon relativ lange ein Teil der Sieben Samurai. Bei ihr wissen wir sogar genau, warum das auch der Fall ist. Und wir wissen quasi auch, warum die Marine, also das wissen wir nicht ganz genau, aber wir wissen quasi so ein bisschen auch den Grund, warum die Marine das akzeptiert. Weil, also sie ist in den Sieben Samurai-Status gegangen, weil sie das Kuja-Volk, was sie halt anführt, nicht möchte, dass die Marine diese Insel angreift. Warum das wichtig ist, ist halt, wir wissen ja, auf dem Kuja-Volk ist ja, sind ja generell, Männer sind da komplett nicht gesehen und so. Und damit diese ganze Mentalität funktioniert und eigentlich ja jede Insel von der Weltregierung ja erobert wird oder zumindest eingenommen wird oder zumindest ein Stützpunkt oder so mal herrscht, damit das alles nicht der Fall ist, ist sie den Sieben Samurai der Meere beigetreten unter der Prämisse, dass man ihre Insel in Ruhe lässt. Und das hat man auch wirklich durchgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Marine dort irgendwelche Leute hinschickt. Das ist nicht passiert und das wird auch höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil halt quasi dieser Deal besteht. Für die Marine natürlich, man hat das Kuja-Volk nicht gegen sich. Wir wissen, da sind sehr, sehr viele erfahrene Leute, auch Haki-Nutzer und so weiter und so fort. Und man hat halt Bo Hancock, eine Königshaki-Nutzerin und eine starke Piratin an sich für sich als, ja, als Kraftgewinn. Und deswegen, und weil man halt dieses Druckmittel hat, es ist ja nicht wie bei Doflamingo, der sagt, die hat ja 7 Samurai-Status, ich kann den auch abgeben. An sich ist das sowieso alles langweilig. Das hat man halt bei der nicht, weil man weiß, man kann Bo Hancock locker sagen, okay, stell dich gegen Whitebeard oder so. Und sie kann nicht Nein sagen, weil sie weiß, dass sie hinter sich ein Volk hat, was auf sie setzt. Und damit dieses Volk beschützt wird, muss sie den Dienst der Weltregierung Folge leisten. Das heißt, für die Weltregierung die absolut beste Situation, weil die kann sich halt nicht so einfach aus der Affäre ziehen, wie manch andere Charaktere das tun. Ja, also Bo Hancock ist für mich auch so eine Kandidatin. Ich kann das einfach für sie verstehen, aber auch für die Weltregierung. Und ich kann auch moralisch das für Bo Hancock vertreten, weil, ja, wir haben ja gesehen bei Marineford, dass sie da auch so ein bisschen drauf scheißt. So, weißt du, die macht da einfach ihr Ding und ja, greift sogar eigene Leute an und so. Also, und das wurde jetzt auch nicht bestraft. Also sie ist ja immer noch aktueller Samurai. Und Kuzan meinte ja, als er auf Doflamingo getroffen ist nach Punk Hazard, meinte er auch irgendwas mit Boa Hancock. Er meinte irgendwas Mysteriöses, so man sollte lieber auf Boa Hancock achten oder so. Auch richtig komisch, ist auch noch kryptisch und unverständlich, warum er das so meinte. Aber, wie gesagt, mit dem Königshaki und sowas ist sie auch nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, sie ist richtig mächtig und sie hat ja eigentlich auch, hat sie schon Schwäche gezeigt oder so, eigentlich nicht, aber ich kann sie halt nicht so als krasse Kämpferin ernst nehmen, obwohl sie das eigentlich ist so, aber ich kann sie halt echt nicht, weiß ich nicht, so als ultra krasse Kämpferin so abstempeln. Sie ist es natürlich trotzdem, ich weiß, Leute, aber für mich bleibt sie einfach so die hochnäsige Schönheit, die einfach, keine Ahnung, natürlich auch eine nützliche Frucht hat. Die ist einfach die Frau. Mal gucken, was mit ihr in der Zukunft sein wird. Also doof gesagt, ja, meinst ist die einfach du, so die Frau. Meinst du, die wird was mit Ruffy so, also wirklich so romantic shit am Ende also haben? Meinst du, das wird noch in One Piece auftauchen? Nee, ja, meinst ich du, nicht. Ich glaube skin? Nicht, weil Ruffy hat halt immer so diese freundschaftliche Basis zu Bo Hancock gehabt und die hat natürlich sich immer so Hochzeit vorgestellt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ruffy, nachdem er das One Piece findet, sich so denkt, Freunde, ich muss auf Amazon Lily, da wartet die Frau meiner Träume auf mich, so, das ist einfach nicht Ruffy, so, weißt du? Dass der dann so, ja, ja. Das glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube, Bo Hancock wird immer Ruffy treu bleiben. Ist auch
für mich, wenn wir nachher darüber sprechen, wer noch in den 7-Samurai-Status kommen könnte. Man muss halt sagen, jeder der 7-Samurai hat eine ganz, ganz klare Stellung gegen die Strohhüte. Also hat eine klare Stellung zu den Strohhüten. Es gibt jetzt keinen, der sich da komplett rauszieht. Entweder sie sind für die Strohhüte, sprich Bo Hancock oder ja oder Lore oder und so weiter und so fort, wenn man jetzt auch auf die ehemaligen geht. Oder sie sind halt dagegen. Oder sie war mal eine Zeit lang das und sind jetzt das. Beispielsweise Bartholomäus Bär war die Zeit lang, kann man auf jeden Fall sagen, für die Strohhüte, jetzt dagegen. Und jetzt zur Crocodile auch dafür, dagegen und jetzt quasi dafür, wenn man es so sieht. Und ja, Bo Hancock ist einfach so komplett Team Ruffy und sie ist halt wirklich so eine, die nicht der Crew beitritt, aber trotzdem noch für die Strohhüte auf jeden Fall steht, weil Jinbei und Law und so, die sind ja, also Law quasi, sind ja der Crew beigetreten oder der Allianz zumindest und Hancock ist irgendwo auch Teil der Allianz, aber halt so inoffiziell. Ja. So, der letzte, meiner Meinung nach, ist eigentlich einer der, wenn nicht der interessanteste zurzeit, Edward Weevil, weil wurde auch nochmal gewarnt, in der Zeitung stand Dick Warning, Edward Weevil treibt sein Unwesen und er hat schon so viele abgeschlachtet von Whitebeards Leuten und Kizaru schätzt ihn als wirklich stark ein, also wirklich ernstzunehmend stark und das ist er auch, also den kann man nicht unterschätzen. Und natürlich wird er irgendwie so ein bisschen manipuliert von Miss Bucking, seiner Mutter, wie es scheint, die, was genau mehr oder weniger gesagt wurde, vor 40 Jahren, was ja die Rocks-Piraten-Ära ist, ja, eine berüchtigte Piratin war vor 40 Jahren. Also war sie, ich will nicht sagen, sie war die Anführerin der Rocks, aber, boah, das wäre ein starkes Stück, wenn sie das war. Also als Frau, die Anführerin der Rocks und jetzt ja, kommt sie aus dem Loch gekrochen und treibt ihr Unwesen. Und Edward Weevil ist ihre Marionette, der ja auch so komisch zusammengenäht aussieht, aber er hält sich halt für den leiblichen Sohn von Whitebeard und das, ja, glaube ich auf keinen Fall, dass er das ist, aber irgendwie wurde ihm das eingetrichtert oder er glaubt es zumindest und er ist ernst zu nehmen und dass auch schon in der Zeitung von ihm gewarnt wird, zeigt für mich, okay, da kann es kann sein, dass er vielleicht gar nicht mehr jetzt einer der 7-Samurai ist, weil warum sollte sonst gewarnt werden? Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht den Titel auch so schnell verliert wie kein Zweiter. Ich glaube, er wurde auch nur dazu ernannt, weil er, wie gesagt, so viele Whitebeard-Piraten abgeschlachtet hat. So, es macht irgendwie Sinn. Was noch dazu gesagt werden muss, Filler oder nicht, aber es ist eigentlich kein Filler, denn Schwarz am Sephir, also Zed, er hat seinen Arm ja nun mal verloren, den Schwarzarm, der wurde so genannt, weil er wahrscheinlich Haki immer anwendet, so doll auf einen Arm. Und dann hat er ja letztendlich den mechanischen bekommen. Aber der Arm wurde ihn abgeschnitten von einem Samurai, der in den 2-Jahres-Timeskip einer der 7-Samurai erst geworden ist. Und das ist nun mal eigentlich nur Edward Weevil und Buggy. Und bei Buggy kann man sagen, okay, kann man ausschließen eigentlich. Edward Weevil kann ich mir sehr vorstellen. Natürlich wissen wir nicht, vielleicht gibt es noch einige Samurai, die wir nicht kennen, aber Edward Weevil ist eigentlich der Top-Kandidat für den, der Sephir, der richtig krasse Sephir, Leute, es war damals ein Admiral und den hat er einfach den Arm weggeschnitten. Also das ist schon richtig, richtig ein starkes Stück und deswegen Edward Weevil, wenn nicht sogar mit Mihawk, der gefährlichste. Auf jeden Fall. Ja, auch wieder hier das, was Kizaru auch gesagt hat. Hier ist es die einzelne Person, die einfach die komplette Stärke ausmacht. Und ich glaube, bei ihnen ist auch so dieses Warning, ist so ein bisschen, die Weltregierung braucht ihn oder seine Stärke irgendwo. Wir wissen ja auch, also ich meine, wenn der eine Whitebeard-Crew nach der anderen quasi auslöscht, dann kommt das der Weltregierung ja nur zugute. Ich meine, das sind alles Piraten, die er da killt. Aber quasi der Zusammen... Also der Vorfall mit Sephir, Füller oder nicht, aber so solche Sachen zeigen ja, dass man trotzdem vor denen warnen muss, weil er hilft zwar, aber ich glaube, wenn du denen im Weg kommst, dann metzelt er dich einfach auch kurz mit nieder, weil der das auch gar nicht so unterscheiden kann. Also wenn sich da irgendjemand im Weg stellt, dann werden die auch einfach weggeballert, weil der hat schon 16 Piratenkapitäne aus der neuen Welt mit der gesamten Mannschaft einfach gerippt, so, weißt du? Und das zeigt einfach, dass der enorm krass ist, weil er hat auch keine Verletzung oder so davon getragen. Heftig, also wie gesagt, ich kann ihn schwer einschätzen. Man kann ihn eigentlich vom Charakterdesigner so nicht ernst nehmen, aber er ist es auf jeden Fall, Leute. Der ist richtig krass und deswegen, ey, wirklich, also auch wenn Leute sagen, wer ist das und so, der wurde auch nicht ohne Grund kurz eingeführt. Ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass jetzt nach dem zweiten Akt von Wano, vielleicht in 1-2 Wochen, dass wir vielleicht zu ihm Schwenker kriegen oder dass er irgendwo, ich wünsche mir ihn allgemein mal im Geschehen, so, dass wir mal wirklich sehen, wie zerstörerisch seine Kraft ist. Das muss ja richtig mächtig sein. Er muss ja irgendeine Teufelskraft haben, die alles zum Beben bringt. Also wirklich so Whitebeard-mäßig. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Ja, so.
Lass uns noch mal reden über die möglichen anderen Posten. Also andere. Wir zählen Bartholomäus mal dazu, weil er hier auch noch so steht. Und ich glaube, er ist es auch noch. Aber welche zwei anderen Piraten könnten denn noch einer werden, wenn es jetzt noch keine zwei anderen gibt? Also wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass es schon einen gibt, so einen neuen Charakter, und man quasi einen mit einem Bekannten ersetzt, würde ich sagen. Aber ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, welche zwei Charaktere für mich in Frage kommen. Natürlich die Top-Anlaufstelle, wenn es um Kandidaten geht, sind natürlich die Supernova. Jetzt muss man allerdings ganz klar schon mal ausschließen, Lore unmöglich, war schon mal einer der sieben Samurai, wird es nicht nochmal werden, Quatsch. Ruffy unmöglich, wird niemals passieren. Kid, in der Theorie möglich, würde er aber auch nicht machen, aus persönlichem Interesse schon nicht. Und außerdem ist sein Vorgehen viel, viel zu gewagt, dass die Marine es machen würde. Apu gehört zu Kaido, würde es nicht machen. Hawkins genauso wenig, Zoro genauso wenig. Batch. Capone Batch ist für mich eine Anlaufstelle, weil der Whole Cake Island Arc ist vorbei. Er gehört nicht mehr zu den Big Mom Piraten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Batch mit der ganzen Mafia, mit der Fire Tank Piratenbande den Weg der sieben Samurai einschlägt, weil es passt irgendwie nicht so ganz zusammen, so Mafia, Weltregierung, aber einfach durch die Fraktion, wo er jetzt quasi so alleine steht, ist er ein Kandidat für mich. Dann X-Drake und Killer sind für mich auch irgendwie so ein bisschen tricky, weil sie halt auch Kaido zugehören, oder Killer weiß man halt noch nicht. Und Rouge ist für mich noch so ein Supernova-Charakter, wo ich sage, der könnte auch in 7-Samurai-Status kommen, weil Rouge ist einfach. Von allen Supernova hatte er das niedrigste Kopfgeld, er hat keine Allianz, er war auf der Himmelsinsel, wo Kaido da runtergesprungen ist, aber irgendwie fehlt noch der Bezug, wo man sagt, okay, in diesen Zusammenhang wird er in das Geschehen reingeworfen. Das heißt, entweder ist man Teil einer Kaiserallianz oder man ist Teil der Allianz des Protagonisten Ruffy. Oder halt, man ist komplett außen vor, so wie Jelly Bonnie, aber auch irgendwie noch sinnvoll mit der Geschichte verbunden. Aber Rouge ist komplett außen vor. Und damit man den mit reinwerfen kann, wäre halt der 7-Samurai-Status genial. Ich denke auch, Capone ist so. Also, wer sonst? Also, alle anderen passen eigentlich nicht. Rouge wird halt noch passen, wie du gesagt hast, aber ich wüsste nicht, was für ein Interesse er davon hat. So, ich glaube, er will. Also ich würde es cool finden, wenn es jetzt nur diese fünf wären. Obwohl, ich bin auch immer ein Freund davon, wenn wir einen neuen Charakter haben, den wir noch gar nicht kennen. Also komplett einen neuen. Das wäre geil. Aber es besteht ja auch die Möglichkeit, dass jetzt gerade fünf sind und dass die vielleicht noch zwei Posten noch offen sind, so, weißt du? Dass die jetzt noch gesucht werden können. Was wäre. Stell mir vor, nee, das macht keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, stell mal vor, Ruffy würde taktisch sich dafür entscheiden, ja, oder so. Fände ich ultra geil, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ruffy würde das niemals machen. Aber es wäre halt ultra geil, wenn so ein Law oder so zu ihm sagen würde, Kollege, mach das einfach so, weißt du? Oder was ich auch mega geil fände, wenn, das wäre auch komplett genius, wenn, einer von den Whitebeard-Piraten nach der Niederlage gegen Blackbeard hat einer gesagt, ey, das ist mir jetzt alles so, Marco, beschützt du deine Insel, aber ich kapsel mich ja auch ab. Und auch um diesen Ruheaspekt, den ja auch Mihawk und so hat, auch zu verwirklichen, dann einfach so ein Vista oder so, keine Ahnung, aber irgendwie so auch den sieben Samurai beigetreten ist, weißt du? Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, ja. Dann kann man da noch einen bekannten Charakter nehmen, weil sonst, ich gucke gerade auch so, wer hohe Kopfgelder hat und nicht zu Kaisern gehört, aber das sind dann so eigenständige Charaktere wie zum Beispiel Don Jinjao oder so, die werden nicht in sieben Samurai-Status gehen, unmöglich so. Und er gehört ja auch irgendwo mit zur Allianz, also er würde auch im Zweifel für Ruffy kämpfen. Und ja. Deswegen, es passt. Also klar, die Supernova sind ja eigentlich dafür da, um die Welt ins, also um dieses ganze Gleichgewicht zu stören. Supernova, Samurai und Kaiser, so diese Dreimacht quasi komplett über Bord zu werfen. Und deswegen ist es halt sehr untypisch, dass einer davon längere Zeit als Samurai tätig ist. Aber hey, also ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben. Ich auch, wie gesagt, ich bin gespannt, was mit den Samurai, ob die überhaupt noch existieren. Es droht ja alles eh zu bröckeln, und dann ist die Frage, was passiert, wenn die ihren Posten verlieren? Sind sie theoretisch freigegeben, und dann sind sie ja mehr oder weniger auf der Schusslinie? Die meisten gehen ja dann immer nach Impel Down oder werden halt so
Also wie Crocodile, ja. Jinbei oder so, die dann halt nach Impel Down gehen. Oder dann halt am besten direkt hingerichtet werden sollen, wie Gecko Moria oder so. Also wenn man da einmal rauskommt aus diesem Status, dann geht es meistens nicht gut aus erstmal. Es sei denn, man ist halt so ein Überflieger wie Blackbeard. Deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, haben wir, als, ey, wir haben echt lange geredet, jetzt wieder über eine Stunde, ey. Über die Samurai. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Wie immer die Standardfrage am Ende. Ich glaube wirklich nicht. Also, wie gesagt, wir sind jetzt ja, nicht auf alles von den Charakteren eingegangen, einfach aus dem Aspekt, dass wir die Charakteranalysen hier noch haben. Wie gesagt, von Mihawk und von Blackbeard 2, der Samurai, also ein ehemaliger, ein aktueller, haben wir ja schon eine Analyse gemacht und die anderen sind alle so interessant, dass man auf jeden Fall sagen kann, zu denen könnte auch nochmal was kommen, gerade Richtung Charakteren, die nochmal relevant werden. Bartholomeus Bär, Bo Hancock irgendwo, Jinbei, Lore und so. Das sind alles Charaktere, wo man mal irgendwann eine Charakteranalyse zu machen kann. Aber sonst, ja, denke ich, haben wir alles so im Groben abgehandelt. Ja, deswegen schreibt mal Hashtag euren Lieblingssamurai in die Kommentare, wenn ihr bis hier gehört habt. Und dann würde ich mir jetzt rausgehen. Ich würde das letzte Wort natürlich an Myrolox geben und erstmal sage ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, euch das wirklich jetzt über eine Stunde gegeben habt, und nicht Abonnent seid, Leute, was ist denn verkehrt? Also da müsst ihr wirklich jetzt mal abonnieren. Wo seid ihr falsch abgebogen? Also wenn man schon so lange diesen Scheiß hier sich anhört und dann nicht mal abonniert, also Leute, wirklich, da, ich muss es einfach sagen, dann müsst ihr abonnieren. Also, das seid ihr uns schuldig. Nein, das wäre lieb, Leute, wenn ihr den Abo-Knopf drücken könntet und einen Daumen nach oben da lassen könntet und einen Kommentar, wie gesagt, dann ja, wird das Ganze hier noch ein bisschen größer, als es eh schon ist. Wie gesagt, wir haben 5.000, 6.000 Abos oder so, aber sie haben immer 20.000 Klicks oder so. Also es gucken ja mehr als Abonnenten. So, deswegen, ihr Lümmel, wir wissen, dass ihr da seid. Deswegen drückt den Knopf und ich bin jetzt raus. Ich gebe den letzten Wort an Myrolox. Ja, für mich einer der geilsten Podcasts fand ich bis jetzt inhaltlich. Einfach die 7 Samurai, ein ultra interessantes Thema, was auch unter anderem in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Deswegen immer Themenvorschläge sehr, sehr gerne gesehen. Wir haben natürlich auch gesehen, dass ihr Cover-Stories haben wollt. Da werden wir uns jetzt auch mal in naher Zukunft dran setzen, dass wir mal wirklich die Cover-Stories aufrollen. Ich glaube, das wird einer der längsten und informativsten Podcasts überhaupt, weil die Cover-Stories sind halt ultra interessant, wenn man mal wirklich so einen Rundumschlag hat von dem, was Anime-Zuschauer gar nicht wissen und auch viele Manga-Leser nicht mehr so im Kopf haben, was ja auch komplett normal ist. Ja, Supernova ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man nochmal aufgreifen könnte, aber hier, denke ich, ist ein ganz guter Schlussstrich mit den 7 Samurai geschlossen. Ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Leute, lasst natürlich ein Abo da. Und wie gesagt, auch vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Wir lesen immer alle Kommentare und ja, ihr seid da immer sehr, sehr fleißig am Kommentieren und es ist halt einfach schön zu sehen, wie das Ganze hier, ja, wie das Ganze eine Anteilnahme findet. Wie du auch eben schon gesagt hast, so die Charakteranalysen, wo man einfach über einen Charakter redet, was ja an sich nicht durch ein interessantes Thema eigentlich auf sich aufmerksam macht, sondern einfach nur der Charakter an sich, trotzdem über 20.000 Leute sich das anschauen, ist einfach mit krasser Dankbarkeit von uns verbunden und mit diesen Worten beende ich den Podcast in der 9. Ausgabe. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, Leute, haut rein, ciao und tschüss. Tschüss, Leute, macht's gut.